Jetzt hast du gerade von Kehlkopfentzündung, Kehlkopfdeckelentzündung, Virus auf dem Kehlkopf gesprochen. Ist das etwas, was, wenn ich also eine klassische Erkältung habe, Nase läuft, manchmal, also bei mir setzt sich das, ich bin ursprünglich Asthmatiker, bei mir setzt sich das gerne auf die Lunge, leider, ja. Aber gibt es so Prädispositionen, also so quasi Voreinstellungen, also wie bei mir jetzt, wo eine Erkältung leicht auf die Lunge geht, dass jemand, der öfter eine Erkältung übergangen hat und weitergeredet hat, dass der einfach, sagen wir mal, künftig schneller in einer Affonität oder Heiserkeit landet? Ist das so? Denke schon. Ich denke, dass man das schon so sagen kann, weil die Stimmlippen ja durchaus schon von vornherein angeschlagen sind. Vielleicht sogar schon ein bisschen vernarbt oder sowas durch diese Fehlhaltung. Und ich denke, wenn man es weiter auf die Spitze treibt, auf Dann. Dauer, könnte es durchaus zu einer, ja, Stimmlippenknötchen oder etwas anderes. Gerade bei Sprecherberufen ist es häufig der Fall, Stimmlippenknötchen zu entwickeln durch zu viel Druck hier, weil vielleicht die Stimme angeschlagen ist. Und je mehr Druck ich hier aufbaue, desto fester reiben die Stimmlippen beim Reden aneinander und desto eher entsteht da ein Knötchen. Ich vergleiche das immer mit Hornhaut an den Füßen oder an den Händen. Das heißt also, wenn ich da immer irgendwie ganz feste drücke oder irgendwie was reibt, ganz dolle, entwickelt da auch sich eine Blase oder Hornhaut. Und Und so ist es im Grunde mit wenn meinen ich, Stimmlippen auch genau, dann. aber die sind eben so fein und mit diesen ganzen Schleimhäuten, wir haben so eine feine Nuance in unserer Stimme, die wird dann dadurch halt schlechter beschädigt. Ich rede schlechter. Man hat das Gefühl, es sitzt irgendwas drauf, man fängt an, sich ständig zu räuspern, Da da hast du ja klatschen die erst sowieso. recht aneinander. Es ist ein Teufelskreis, sag ich Wie mal. ich immer so schön sage, also keiner von euch da draußen würde sich mit der blanken Faust, wie die, um die Ärzte mal zu zitieren, immer mitten in die Fresse reinhauen. Nein, würde keiner tun. Jedenfalls mit voller Kraft nicht. Etwa die gleiche Kraft im übertragenen Sinne benutzt ihr beim Räuspern und schlagt eure beiden Stimmlippen aneinander. Und das ist, diese Glottisschläge sind schon echt, also helfen, räuspern hilft nicht. Das mal so ganz am Rande, ja. Ich Lieber erkläre einen es Schluck auch immer. trinken, Genau. ja, lieber einen Schluck trinken, lieber gurgeln zum Beispiel. Gurgeln, grandioses Mittel auch bei einer Erkältung. Oder mal feste husten, aber lass dieses Räuspern sein.